Recht herzlich willkommen zur 80. Folge von Grand Age Medieval. Wir sind unterwegs nach Dnipropetrovsk und kommen jetzt gerade an. Händler ist jetzt da und wir haben letztes Getreide gepackt, was uns überhaupt nichts bringt, weil hier der gleiche Preis ist. Das hatten wir als letztes hier 311 in Wagen geladen. Das ist schlecht gelaufen. Hier können wir jetzt 44 da lassen. Wir haben noch 6%, kriegen wir auf 8% hoch. Wir können alles verkaufen, damit wir hier wenigstens Prozente kriegen eigentlich, ne? Na, da ist es dann auch 20, sogar Unterpreis können wir da verkaufen. Vielleicht macht es Sinn, einfach Unterpreis zu verkaufen, damit wir, ja, das da oben hinkriegen. Das, aber Unterpreis ist auch doof, ne, oder? Machen wir erstmal was los. Dann haben wir jetzt 8%, ändert sich nicht viel, ne? 9%. Geht noch. Getreide können wir den noch zuschustern, kaufen sie sogar noch ein, aber bringt kein Prozent, ne? Die drei bringen dann mehr. Hier haben wir 60. Geht dann irgendwann auf 55 sogar runter. Auch gar nichts gebracht im Endeffekt. Hier ist ein bisschen was drin. Aber bringt keine Prozente, ne? Das ist das Schlimme daran. Ja, was sollen wir mitnehmen? Das ist die Frage, ne? Wir haben jetzt alles hier abgeliefert im Endeffekt. Also bringen tut das uns ganz wenig nur, ne? Können wir nach Kursk hochfahren und gucken, ob wir da weiterkommen noch. Wie, das haben wir noch auf dem Wagen? Ach, das wollten die alle gar nicht mehr haben, ne? Das könnte sein, oder? Ach, das war das, was wir unter Preis hätten verkauft, ne? Okay, hier ist ein bisschen Brot zu holen. Komm, wir nehmen 10 Brote mit für 187, 181 im Durchschnitt. Lohnt nicht. Haben wir sogar noch auf dem Wagen. Also das können wir sogar hier noch verkaufen, wenn, ne? Zähne davon weg. Honig können wir dabei kaufen noch. Wollen die da unten aber auch nicht haben im Endeffekt. Aber lohnt sich woanders für. 60 ist günstig. Und der Wagen ist voll, oder? Ja. Ja, hier 62 können wir noch ein bisschen loswerden von, ne, auf 24. Das ist dann Nullnummerngeschäft. Ja. Da hat es jetzt nichts gebracht, ne? Geht da oben irgendwo noch was hin? Ne. Wir könnten ja mal gucken, kommen wir da oben hin? Nein, Zielort ist zu weit weg. Aufsitzen. Da gehen sie hin, ne? Bringt uns aber irgendwie nicht viel, ne? So, Brot geht. Ist schon 1% gefallen da oben. Der ist hier billiger. Das würde zum gleichen Preis weggehen, noch was. Bringt aber keine Prozente. Der Honig, gleiches Spiel. Bringt uns auch nichts. Hier geht ein bisschen was mehr. Machen wir auch die 60 raus, vielleicht. Ja, da haben wir den 9. Prozent wieder gekriegt. Und hier ist es noch billiger. Brauchen wir also gar nicht machen. Ja. Okay, was haben wir da? Ein Lagerfeuer. Ja, weiter geht's nicht. Wir können aber mal hier hinreisen. Ja, einmal dahin, um da vielleicht einen Handelsvertrag. Angebot was da bereiten. Genau, 100.000 Gold, okay. Und dafür wollen wir... Ne, warte mal, da sind wir falsch unterwegs hier unten. Ne, abbrechen. Forderung ist schon richtig gewesen. Transaktionsabkommen. Vorschlagen. Sehr schön. Das ist also abgemacht. Gut. So, und dann können wir mal gucken. Aber können wir jetzt nicht sehen, ne? Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir gucken, ob wir da eine Straße bauen können. Wo waren die denn? Hier unten, ne? Ja, da sind sie. Können wir das jetzt machen? Von da? Nach da? Ja, geht sogar. Dann lass das mal machen. Und... Ne, der... Ja, geht da nochmal rein. Diplomatie. Was genau bietet ihr mir? Na, nehmen wir mal erstmal. Wir wollen die Forderung. Handelsabkommen. Handelsabkommen.
ist uns auch 200.000 wert. Vorschlagen. Ich nehme euer Angebot. Super. Und dann gucken wir mal, was da los ist. Und ich glaube, Pferdeburg noch nicht. Lass uns die nochmal wählen. Und gucken, ob wir von da nach da eine Straße. Zilo ist so weit entfernt. Ach so. Warte mal. Da, dort, nach dort. Geht auch. Sieht gut Baut aus. Die mal. Also, den müssen wir auswählen. Und das Städtchen haben wir schon gehabt. Ist nur noch 7 groß. Stopp. 14. 60. 120 gehen wir noch drauf. Da haben wir wieder den 9%, da lohnt es nicht. 60, 60. Gut. Dann gehen wir mal dahin. Aber jetzt laufen die hier unten rum, oder? Ist doch nur eine Straße. Dann lass uns da lang gehen erstmal. Und wir wählen nochmal die aus. Die sollen noch eine Straße. Die sollen mal eine Straße von da nach da bauen. Eine gute Wahl. So, und dann gucken wir hier nochmal rein. 65 verkaufen wir. 87 verkaufen wir. 120 verkaufen wir. 130, 120 verkaufen wir. Ja, da können wir auch nochmal verkaufen, aber das bringt uns jetzt nicht wirklich was. Können wir noch zukaufen, aber will ja auch keiner haben, ne? Bringt also nichts. Ich glaube, lassen wir mal erst so stehen, oder? Ja. Gehen wir darüber und gucken, was der da hat. Oh, die Straße ist verdammt nochmal langsam, ne? Also, da müssen wir den Haken noch setzen. Ja, das ist doch gut so, dass ihr alles ausbaut. Okay. Da unten könnte man jetzt richtig liefern, ne? Ist die Frage, ob das das bringt. Wir nehmen alles. Rot. Ist der Wagen voll, deswegen geht nicht mehr, okay. 120. Ah, hier geht was. Können wir komplett verkaufen, das ist gut. Da auch. Ich glaube, jetzt haben wir den Handel geschafft gleich, ne? Also den Ort gefunden, wo wir gut verkaufen können, ne? Ich weiß nicht, ob nach da ist ja nichts da. Machen wir so. Den Wein nehmen wir mit. Das ist gut. Kohle, nö, lohnt nicht. Hier können, haben wir schon, glaube ich, verkauft, oder? Ja, ich denke mal, lassen wir erstmal so. Wagen ist voll. Und lass uns da hinlaufen. Der läuft auch wieder da unten oben lang. Also hier wäre am einfachsten, das hinzukriegen, ne? Wegen kurzen Weg und so, ne? Müssen wir gleich mal schauen, was wir da machen. Ja, wenn er dann von der Straße runter ist, läuft schnell, ne? So. Ich glaube, wir verkaufen mal die 40, ne? Guck mal, das hat ordentlich Punkte gegeben. Wenn wir das jetzt unter Preis verkaufen, geht's auch noch höher. 15. Hier ist sogar noch billiger geworden. Dann kann ich den noch einkaufen, oder? Das war jetzt ein Fehler. Na, jetzt ist sowieso zu spät. Weg, egal. Da können wir noch was verkaufen. Ja, einfach nur um Punkte zu kriegen, ne? Ja, 60 einkaufen. Aber ich weiß nicht, ob das da oben nicht schon gibt. Ich glaube, das gibt's da, oder? Kauf's einfach ein. Irgendwo wäre was los. Hier den Wein.
Für 200, weg damit. 21%, das ist schon nicht schlecht, ne? 120, ja. Die wollen, na doch, geht sogar auch noch. Aber dann lohnt es nicht mehr, ne? Das war Blödsinn, also. Egal. Hoch und gucken. Die können weiter ausbauen. Da dürfen sie irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Aber dann geht es ja schon mal, dass wir schneller da hinkommen, oder? Achso, den Haken noch setzen. Hände aus den Taschen. Genau, Hände aus den Taschen. So. Nee, ich kauf's nicht. Lass erstmal so. 300, 100. Lass's. Lass da. Fälle bring's hier nicht. Hier können wir wieder das verkaufen. Machen wir so. Das können wir hier auch noch verkaufen. Machen wir 70. Okay, dann würde es lohnen, hier was zu kaufen von dem Zeug bei der anderen Stadt, ne? Wein 120 können wir noch zukaufen. Komm, egal, nehmen wir für den Preis. Kohle 48, das wäre glaube ich auch billig. Aber jetzt ist der Wagen schon voll, ne? Okay. Gehen wir dahin. Okay. Schauen, dass wir da irgendwie die Punkte hochkriegen, ne? Es ist schon zu weit weg eigentlich, ne? Vielleicht sollte man Kiew nehmen. Ich weiß es nicht. Aber hier gibt es wahrscheinlich Sachen, die man besser da verkaufen kann, ne? So, Fälle sind noch billiger geworden. Das lohnt nicht mehr. 180 ist nie, aber wir haben den Wagen voll. Das ist das Problem. Den Wein können wir hier loswerden. 48. Das können wir jetzt kaufen. Für 180 kaufen wir da mal 10. Rolle 60 ist günstig. Aber wir haben schon genug auf dem Wagen eigentlich, ne? Das wollten die schon gar nicht mehr haben, wahrscheinlich. Das ist teuer. Das haben wir schon verkauft. Das lohnt nicht. Hm. 117 ist noch billiger wie das, was wir haben. Aber Fälle gibt's da schon. Wir nehmen die 38 mit und gehen diesmal über Krakau, weil der Weg ist der gleiche. Gucken, was wir da als Zwischenhandel loswerden können. Müssen wir dann mal gucken gerade. Okay. Diese Straße können wir komischerweise wohl nicht ausbauen, ne? So. 88. 185. 140. Das wäre jetzt Fähre mit Gewinn verkaufen, ne? Salz. Wir müssen erst was loswerden. Mal 65 hier. Dann haben wir hier noch das Tuch. Dann können wir auf jeden Fall loswerden. Das ist gleicher Preis. Und hier haben wir ordentlich was loszuwerden, ne? 110. Das lohnt sich ja in Kiew. Das ist 40, das ist teuer. Das wäre billig. Aber woanders lohnt das auch nicht im Endeffekt, ne? Zukaufen können wir. Ton, was ist das? Geht gleich hoch, bringt also nichts. 250 wäre billig, aber lohnt nicht, geht gleich hoch. 65 geht auch hoch. 120 ist hier günstig. Kaufen wir 8 Stück von. Ja, hier können wir noch was verkaufen. 140, ja. 5 davon und der. 3 davon für 630. Okay, dann hoch. Gucken, was wir da noch kriegen können.
Einmal reingeschaut, da können wir was verkaufen, was sich lohnt. Super. Das geht gleich hoch, bringt es also nicht. 196, das Bier werden wir hier los. Gleicher Preis, hier lohnt's. Ja, bei denen, ne? Da kriegen wir eher die Prozente zusammen wieder unten. 65 machen wir mal, ne? 14 davon weg. Da geht noch was. 70. Gleicher Preis, aber den konnten wir doch da unten gut verkaufen eigentlich, oder wie war das? So, lass uns gucken. Das lohnt nicht. Lohnt nicht. Das lohnt alle nicht. Das haben wir, glaube ich, gerade hier abgeliefert. 46 ist teuer. 900 ist wohl teuer. Das 300 ist auch teuer. 162 geht dann hoch. Das ist teuer. Hier ist 80 billig, glaube ich, oder? Es ist schwer zu beurteilen. Ich weiß nicht, ob 80 billig ist. Kohle 48, so lala. Ja, der Wein für 120. Können wir wieder kaufen, ne? Ich nehme mit einfach. So, und dann dahin. Ja, ne, wir machen erst in Kiew einmal noch kurz Halt. Gucken da noch rein. Ja, das können wir für 700 kaufen, aber wir haben keinen Platz gerade. Also bedeutet erstmal gucken, was wir loswerden könnten. Den Wein würden wir hier loswerden für 200. Wir können den auch für 160. 200, komm. Aber das ist nicht viel zum Aufladen dann, ne? Obwohl, diese 21 können wir mitnehmen und das machen wir auch. Gut, und dann hierhin. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann erst reichen. Und dann... Wieso ist das unmöglich? Mit Vergnügen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.